ist unser Licht. Gelobt sei Gott. Ist unser Licht. Gelobt sei Gott. Ist unser Licht. Gelobt sei Gott. Hört davon, wie das Licht des Lebens, das Licht der Auferstehung in das Dunkel unserer Welt kommt. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, da kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Und er trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz. Und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen am Grab aber erbebten vor Furcht und sie wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Hier ist er nicht. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilend hin und sagt es den Jüngern. Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch her nach Galiläa, um euch wiederzusehen. Und die Frauen gingen eilends von dem Grab weg, mit großer Freude. Und sie liefen, um es allen Jüngern weiterzusagen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.